Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Hardware-Video. Heute stelle ich euch Quest 2 Upgrades vor und das Ganze von der Firma Modicap. Und ich habe ja schon einige Sachen von Modicap vorgestellt und jetzt gibt es hier für die Quest 2 auch das Black Edition. Das habe ich auch schon mal für die Quest 1 vorgestellt und ist eine Alternative zu allen anderen Headstraps, die es so gibt. Und das möchte ich euch mal gerne ein bisschen vorstellen. Dazu mache ich mal ganz kurz hier auch meinen Monitor weg. So. Ja, so sieht's aus. Ich zeige euch auch gleich nochmal ein Montagevideo, wie das anzubringen ist. Ist relativ einfach, aber hat man relativ 2-3 Minuten, ist man damit fertig. Es wird einfach nur hier drauf geschoben und schon ist es. Man muss nichts bohren, schrauben oder sonst was. Und über die Kopfhörer brauche ich eigentlich fast kein Wort mehr zu verlieren. Also sind die Sennheiser HD25 und die sind einfach einsame Spitze. Kosten, wenn man die einzeln irgendwie kauft als normalen Kopfhörer, ich glaube so 120 Euro, glaube ich zumindest. Und da kann man schon erahnen, dass es halt nicht ganz günstig ist. Aber der Sound hier ist echt einmalig und es gibt mit Sicherheit günstigere Sound-Alternativen. Aber ich möchte das denen hier nicht mehr missen. Also die haben Power, die Bässe kommen richtig krass rüber und Soundklarheit ist auch gegeben. Und seitdem macht es auch viel mehr Spaß, mit der Quest zu spielen, egal ob Quest 1 oder 2. Und ihr könnt das Black Edition auch ohne die Sennheiser-Kopfhörer bestellen. Ihr könnt die Sennheiser-Kopfhörer einzeln bestellen und das zeige ich euch gleich alles auf seiner Homepage. Und natürlich ist das preis-leistungsmäßig am günstigsten, wenn ihr das so im Komplettpaket kauft. Das zeige ich euch auch gleich auf der Homepage, wie es mit den Preisen aussieht. Und bevor wir zum Montagevideo kommen, zeige ich euch mal ganz kurz so, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Also wir haben hier hinten einen Regler, ne, den kann ich reindrücken und dann kann ich den drehen und damit das Headset festziehen, fest an meinen Kopf randrücken, sage ich mal, und in die andere Richtung geht es auch wieder groß. Und wir haben abnehmbare Polster, einmal hier oben. Hier drunter befindet sich dann auch nochmal eine kleine Verstellung. Ja, hier ist der Pin drin und je nachdem, ob man es enger oder größer stellen möchte, muss man einfach dann hier auspinnen und das Ganze dann verstellen und wieder an einer anderen Position einklicken. Also eigentlich auch relativ schnell gemacht und easy. Also da gibt es auch eigentlich keine Probleme. Dann haben wir hinten noch ein Polster. Das ist auch über Klett abnehmbar. Also alles, was man abnehmen kann, kann man dann auch gut waschen. Ne? Ist auch ein großer Vorteil, sage ich mal. Und ist relativ einfach auch anzuziehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe die VR-Optikerlinsen drin. Deshalb ziehe ich jetzt erstmal meine Brille aus, weil sonst komme ich mit der Höhe nicht hin. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. So, ich muss ein bisschen auf mein Mikrofon aufpassen. Aber wie ihr seht, man kann es relativ schnell anpassen. Und auch die Kopfhörer kann ich nach oben oder nach unten stellen. Also ist echt mega einfach zu verstellen und schon fertig. Es sitzt echt gut, muss ich sagen. Ich kann mich auch schnell bewegen, da wackelt es. Nichts Großes, natürlich ein bisschen hier vorne, aber das habe ich mit dem normalen Headset auch. Kann es natürlich auch noch ein bisschen fester drehen. Das Einzige, was ich so zu bemängeln habe, wenn ich so mich bewege, dann kommt mein großer Zinken halt an die Linsen ran und es wackelt hier halt ein wenig. So, also an- und ausziehen ist echt kein Problem, geht easy von der Hand und mir gefällt es auf jeden Fall, ist eine gute Alternative. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mir die Lösung hier fast besser gefällt. Also das sind die Modicap Sennheiser HD25 oder das Quest 2 Soundkit, sage ich mal, mit Sennheiser HD25 Kopfhörern und der Halterung. Und das Paket gefällt mir einen Tick besser als die Black Edition, muss ich sagen.
auch wenn es trotzdem eine gute Halterung ist, ein gutes Headstrap ist. Aber das Elite-Strap liegt hinten einfach irgendwie für mich jetzt bequemer an, muss ich einfach sagen, weil hier das liegt halt schön am Hinterkopf und ich kann es bequem anziehen und es drückt nicht und nach langen Spielen habe ich hiermit echt keine Probleme mit dem Elite-Strap. Bei langen Sessions muss ich sagen, ich habe mal 2 Stunden jetzt mit der auch gezockt, an einem Stück. Ich habe schon länger, ein bisschen länger damit gespielt, aber dann fängt es bei mir hinten ein bisschen an zu drücken. Also, weil es halt hier mehr punktuell aufliegt als bei dem Elite Strap, ne? Da verteilt sich das Ganze am Hinterkopf, der ist schön in der Halterung drin, sage ich mal. Und ja, also für meinen Kopf ist es die bessere Alternative, das so zu machen. Und das könnt ihr natürlich auch so bestellen. Natürlich gar kein Problem. Und bevor wir jetzt auf die Homepage gehen, zeige ich euch das jetzt mal als Montagevideo, also dass ihr mal seht, wie wird das Ganze montiert. Und danach sehen wir uns auf der Modicap Homepage. Willkommen beim Montagevideo vom Modicap Black Edition für die Quest 2. Und als allererstes müssen wir natürlich erstmal das originale Headstrap der Quest 2 entfernen. Das heißt, wir werden erstmal das Facecover entfernen. Dann entfernen wir den Halteriemen hier oben. Jetzt können wir den Klinkenstecker ausstecken. Und jetzt müssen wir einfach nur hier diese Halterung leicht nach da ziehen. Es ist alles nur gesteckt. Das gleiche machen wir auch. Ich ziehe jetzt in meine Richtung. Aber vorsichtig, dass man nichts abreißt. Und schon ist das originale Elite Strap demontiert. Das gleiche gilt natürlich für das originale Headstrap der Quest 2. Da ist es auch hier nur aufgesteckt und man kann es ganz leicht demontieren. Jetzt können wir das Modicap Black Edition für die Quest 2 montieren. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich denke es einmal hier rum. Wir müssen diese Halterung einfach hier aufschieben und ich versuche das mal ganz schön einzufangen für euch. So, wir fangen ganz vorne an und schieben es vorsichtig durch. Und ja, die eine Seite ist schon fest. Und das machen wir jetzt auf der Seite auch. So, wir setzen hier vorne an. Ihr seht das nochmal. Und ziehen einfach nach hinten. Und ja, schon ist das Headstrap montiert. Jetzt setzen wir das Facecover noch auf. Aktivieren wieder unser Quest Soundkit über den Klinkenstecker. Und schon haben wir das Modicap Black Edition für die Quest 2 montiert. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. So Leute, da sind wir auf der Modicap-Seite oder KBTech und das ist, gehört alles zusammen. Und ja, hier bin ich mal in den Shop gegangen und habe einfach mal auf VR geklickt. Da seht ihr echt so viel Zubehör, was ihr euch besorgen könnt beim Bernd Kaltenbach. Und ja, hier könnt ihr super viele Sachen bestellen. Hier sind zum Beispiel die Zusatzpolster noch, die ich euch eben gezeigt habe. Und hier auch nochmal ein Hinterkopfpolster. So wie ich es auch eben noch abgemacht habe. Und ja, hier gibt es so viele Sachen. Und ja, hier ist das Komplettpaket Modicap Black Edition Quest 2 mit Soundkit. Und das ist das, was ich jetzt hier habe. Das ist das Komplettpaket für 149 €. Und da ist alles dabei. Soundkit, Black Edition, Kabel, ne? Das alles das, was ihr braucht, um ja, das anzuschließen, ist dabei mit Polstern und so weiter und so fort. Also das kostet 149. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Modicap Black Edition ohne Soundkit zu bestellen. Dann kostet das 59 €. Und ja, also
Ich kann nur von mir aus sagen, ich möchte auf SoundKit nicht mehr verzichten, besonders bei der Quest mit dem ultraschlechten Sound. Ja, das ist halt meine Meinung dazu. Ich kann mit den Lautsprechern in der Quest nichts anfangen und ich liebe die Sennheiser einfach und die sind super bequem, drücken nicht und liefern halt super Sound. Ne? Also das wäre das Paket ohne SoundKit und hier könnt ihr jetzt das Paket SoundKit für die Quest 2 bestellen und ja, dann habt ihr das so wie hier. So wie ich es hier habe. Und das sind die Teile, die passen halt ans originale Headstrap der Quest 2 und auch an Elite Strap. Also ist auch kein Problem, das könnt ihr ja dann einfach ohne Probleme montieren. Hier sehen wir es auch nochmal. Und das Gute ist halt, dass man das echt bequem überall hin und her schieben kann. Ne? Also ich muss echt die letzte Position haben, dann passt es bei mir optimal. Man kann es dann auch nochmal hier in der Höhe vorstellen. Ne, das kann man dann hier hoch, runter, wie man möchte. Das kostet dann 129 Euro und wie ich eben schon gesagt habe, die HD25, wenn man die einzeln kauft, sind die schon ziemlich teuer und ja, das ist halt auch nochmal der Grund, warum das Ganze so teuer ist. Wir haben hier natürlich auch nochmal ja, ein bisschen Arbeit drin von der Halterung. Ne? Muss natürlich auch alles angepasst werden, entwickelt werden, gedruckt werden. Und ja, das ist natürlich alles hier in den Preis dann inbegriffen. Das muss man natürlich auch mal sehen. Ne? Wie gesagt, mein kleines Fazit ist halt, es ist ein gutes Headstrap, muss ich sagen. Wenn ich jetzt die Alternative habe, also originale Quest 2 Headstrap oder das Black Edition, würde ich definitiv zum Black Edition greifen, weil das Originale geht für mich gar nicht. Hier ist natürlich auch wieder der Nachteil, dass ich, wenn ich das montiert habe, und hier haben wir ja auch diesen Versteller. Viele Leute benutzen das natürlich auch zum Netflixen und Big Screen und so weiter und so fort. Man kann sich hiermit nicht mehr bequem hinten irgendwo anlehnen. Das ist nicht mehr so einfach möglich. Hier geht's noch, weil es nicht so arg rausguckt, aber ist auch schon ein bisschen störender. Mit dem originalen Questband hat man das nicht. Ne? Da hat man einfach nur dieses Band und das stört absolut nicht, ist bequemer. Das muss man hier natürlich nochmal so ein bisschen als Minuspunkt sehen. Und wenn ich jetzt aber die Alternative habe zwischen Elite Strap mit dem Soundkit, dann entscheide ich mich für das Elite Strap mit dem Soundkit, so wie man das hier auch sieht. Ne? Also das ist für mich das Nonplusultra, was die Quest betrifft. Und ja, wie gesagt, hier auf dem Bild sieht man nochmal das mit dem originalen Quest Headstrap. Passt auch. Auch wenn es hier so ein bisschen rein fotomontiert ist. Aber das habe ich auch hier getestet und das klappt auch ohne Probleme. Also das erstmal dazu. Mein Fazit, wenn ihr da Fragen zu habt, gerne nochmal in die Kommentare. Und ja, jetzt haben wir hier noch ein paar Neuigkeiten auch auf der Shop-Seite. Und das ist eine Modicap-Wandhalterung, die habe ich nicht hier. Aber die wollte ich euch auch mal kurz zeigen. Kostet 99 Euro. Und das ist halt ein Korb, den man, muss mal schauen, wo man es am besten sehen kann. Den kann man hier auf jeden Fall mit drei Schrauben an die Wand befestigen. Und ja, da kann man dann ohne Probleme das Kopfband, das VR-Headset drauflegen. Wir können, hier ist nochmal eine Halterung, um die Touch-Controller oder sonstige Controller mit dem Band einfach aufzuhängen. Ja, man kann solche Controller hier auch direkt reinpacken. Und ja, hier sehen wir es nochmal mit der Pico. Die liegt auf. Und
Ja, hier kann man Ladegerät und sonstiges auch noch verstauen. Hier sehen wir es auch nochmal mit der Quest 1. Quest 2 mit Black Edition. Ne, eigentlich eine praktische Sache. Muss man natürlich überlegen, ist einem das halt 99 Euro wert und ja, was gibt es für Alternativen? Aber ich wollte euch das echt nicht vorenthalten. Ich finde es eigentlich eine coole Sache. Also ich habe einfach immer alles hier auf dem Tisch liegen und ja, manchmal darf ich echt nicht die Kamera dahin schwenken, weil da ist absolutes Chaos. Hier sieht es schön aufgeräumt aus in dem Bereich, aber da ist manchmal echt Land unter, sage ich mal. Ja, das war die Modicap-Wandhalterung, sind 50 Stück verfügbar und soll eine Limited Edition sein und danach ist dann auch scheinbar erstmal Schluss. Und dann haben wir noch für die bis Black Edition ein Modicap Powerpack und ja, wie wir hier sehen, das wird hinten an die Black Edition dran geklickt und ich zeige euch das mal ganz kurz in groß. Hier seht ihr diese Halterung und genau da setzt dieses Powerpack an und wird da befestigt. So, hier auch nochmal, hier wird es reingeklickt, was ich euch gerade im Video gezeigt habe, in groß. Und hier sehen wir den Bernd Kaltenbach. Und der Bernd Kaltenbach hat mir gesagt, durch dieses zusätzliche Gewicht hinten ist die Gewichtsverteilung jetzt viel besser und dass die Quest 2 drückt sich halt dann auch nicht mehr so stark nach unten, weil es halt einfach besser austariert ist. Und ja, das kann ich mir halt gut vorstellen, weil wir hier ein Gegengewicht haben und ja. Sieht echt cool aus, finde ich. Und ja, kostet 49 Euro mit Halterung und mit dem passenden Kabel auch, was dann auch die passende Länge hat. Natürlich dann auch wichtig, ne? Schauen wir nochmal hier kurz rein. Ne, optimal gibt es halt für verschiedene Headsets. Und ja, die Powerbank hat 5000 mAh und ja, 2 Ampere Input und hat einen Output von 5 Volt und 2,4 Ampere. Und ja, hier schreibt er, ab sofort könnt ihr eure VR-Brille 4 Stunden und mehr nutzen, ohne laden oder am Kabel zu hängen. Also ist natürlich ein Vorteil, ne, mit so einer Powerbank. Manchmal ist es bei mir auch echt kritisch, wenn ich Aufnahmen mache. Und ich spiele dann und teste so ein bisschen vorab schon mal, bevor ich das Spiel überhaupt aufnehme. Und ja, dann ist es mit dem Akku echt teilweise kritisch, dass ich das noch hinkriege. Und dann muss ich das zwischenladen. Und da ist eine Powerbank natürlich von Vorteil. Ne? Hier sehen wir nochmal den Powerbank-Käfig. Und hier hinten auch schön das Modicap-Logo. Ne? Und ja, das kostet 49 Euro. Und hier haben wir das Ganze nochmal als Duo-Paket. Da kostet es 69 Euro, also nochmal vergünstigt, weil wir halt hier nur eine Halterung dabei haben und haben direkt, ja, ein Kabel ist dabei, eine Halterung und zwei Powerbanks und dann seid ihr bei 69 Euro. Also auch eigentlich eine coole Alternative. Muss man dazu sagen, dass es halt auch nur für die Black Edition hält, weil man hier diesen kleinen Haken hat, ne? Ja, das war es dazu und ja, dann nochmal ganz kurz hier die Cleanbox in Zeiten von Corona und den ganzen anderen Viren, Pilzen und sonstiges haben wir hier nochmal die Cleanbox, fand ich ganz interessant. Ich war ja beim Bernd Kaltenbach zu Besuch im Schwarzwald und da habe ich auch ein Video zu gemacht, werde ich euch definitiv in die Infobox packen und am Ende auch in den Abspann mal einblenden. Da gibt es dann auch ein kleines Video zur Cleanbox. Ist natürlich jetzt eher was für Freizeitparks und so weiter, also nichts für ja, Privatleute, sage ich mal, weil das Ding auch gar nicht so günstig ist, aber für Showrooms, Freizeitparks und so weiter und so fort echt super wichtig, finde ich. Und ja, das wollte ich euch auch nochmal kurz zeigen. Und das habe ich auch schon mal hier in der VR-News-Sendung gezeigt. Das ist das Modicap VR Plunge. Und ja, hier haben wir so eine Tauchermaske. Und da gibt es dann quasi
eine Handyhalterung dran. Die ist hier mit verbunden mit dieser Tauchmaske. Und hier vorne ist das Handy halt drin, ein Smartphone, was wasserdicht ist. Und auch wenn das hier dann wasserdicht ist, aber das Smartphone ist auch wasserdicht. Und ja, so können wir quasi wirklich im Schwimmbecken oder im Pool tauchen und können dann in andere Welten hinabtauchen. Und ja, auch echt coole Sache, finde ich. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Also Hut ab dafür für die Idee. Und ja, wie gesagt, das Einzige, was man lernen muss, ist mit dieser Tauchmaske klarzukommen. Wenn man das dann drauf hat, dass wie man damit atmet und schnorchelt und so weiter, ist das einfach zu handeln, sage ich mal. Und ja, ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ja. Da gibt es auch verschiedene Software für und so weiter und so fort. Und wenn ihr da Interesse habt, ja, schreibt einfach den Bernd mal an und dann gibt es da mit Sicherheit auch genauere Infos dazu. Ja, Leute, das war mein kleines Modicap-Video zur Quest 2 Black Edition und sonstiges Zubehör dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne unter die Kommentare stellen oder besucht uns einfach auf unserem 3flatingo Discord. Der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Und ja, da stelle ich auch gerne Rede und Antwort, sage ich mal. Da stehe ich Rede und Antwort. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, jetzt ein Like draushauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.